Hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Mädchen, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Junge, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Freunde, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Leute. Das ist mein Intro für Videos. Hallo liebe Freunde, hier ist nochmal alle traurig. In diesem Video möchte ich mir erklären, wie ich die geometrische Quadrate und Kreise, Dreiecke, sowas, das rechnen kann. In diesem Video möchte ich nur Quadrat und oder Vierecke oder ein bisschen noch Kreise rechnen. Und let's go, let's go, let's go. Hier ist mein Google Chrome Browser. Wofür brauche ich das? Wenn ich geometrische Rechner, warum Google benutze? Naja, das ist sehr gut, dass man hier geht und das Jamboard. Jamboard ist ein sehr guter Software, für das Mathe rechnen kann. Ja, hier habe ich bevor gebreitet Mathe Geometrie. Ich klicke einfach hier und dann kommt nur Seite. Und dann, das ist das Weiß und das möchte ich die Set Background. Das Background nehme ich diese gerne und das finde ich sehr gut. Und zwar möchte ich ein Text bringen und das ist das hier. Sehe ich, das ist Textbox und das nehme ich einfach, egal, irgendwo das klicke ich. Ich klicke mal hier und das schreibe ich hier mein Titel. Mein Titel ein bisschen, ja, sowas. Und dann schreibe ich auch so einfach Mathematik, Quadrat, rechnen. Nein, geometrischer. Was? Geometrie? Nun schreib nicht wirklich. Ach so, erstmal Edit machen, dann ja, ja, es ist gut. Und Geometrieberechnung. Okay, Geometrieberechnung. Quadrat und ja, Quadrat und Umfang. Und Umfang, ja, das ist sehr gut und das nehme ich noch mehrere Linke, das ganze Text hier sind. Und zwar möchte ich eine Quadratfläche bekommen. Wo ist das? Das hier ist der Kreis. Wenn ich im Kreis klicke, hier so Quadrat und verschiedene, das Figur hier, sowas das. In diesem Fall möchte ich Quadrat benutzen. Klicke ich einfach hier und wo ich möchte, hier klicke. Ich möchte genau hier. Und bis hier. Ich möchte Viereck. So, ich denke, ich Viereck. Und dann möchte ich ein bisschen hier nochmal runter. Ja, genau hier. Oder noch einmal runter. Ja, genau hier ist okay. Und außerdem klicke ich. Ja, kommt hier. Und dann hier möchte ich ein Color machen. Ja, und die Reihe ein Color eingesetzt und nun möchte ich diese rechnen einfach. Ich habe ein neuer XP-Pin gekauft und das Device auch connected in mein Computer und das schreibe ich damit. Es ist ganz neulich, deswegen kann ich nicht so gut schnell und perfekt schreiben, aber ich denke, es geht zum Anfang. Und vielleicht wird besser nächstes Mal und so weiter. Okay, hier ist das mein Quadrat. Ich möchte gerne mein Pin auch die Color anfangen. Ich nehme gerne die
Ja, ich nehme einfach die. Und diese Pin ist besser, das ist ein bisschen dicker. Okay, und schreibe ich hier einfach A. Mein A ist so. A, und hier schreibe ich B. Ja, und hier schreibe ich, ja, A, B. Das war's, das ist alles. Und nun möchte ich die Formel. Die Formel von Quadrat ist, hier ist das A. Quadrat ist dann, das möchte ich ein kleines Quadrat. Und A mal B. Das Formel ist schon das. Das ist das Formel, braucht ich nicht mehr. Und dann möchte ich hier die Werte eintragen, zum Beispiel B. Ja, ich mache gleich hier, ja. Zum Beispiel B ist zum Beispiel 12 Zentimeter. Und B ist auch natürlich 12 Zentimeter. 12 Zentimeter, ja. Und das ist mein Trick. Und nun möchte ich einfach schreiben. Ich möchte gleich runterschreiben. Und das ist das Formel. Und möchte ich hier schreiben. Ja, erstmal möchte ich die Fläche schreiben. A. Gleich. Was ist mein A? Mein A ist 12 cm. Ja. 12 cm mal mein B ist auch 12 cm. Ja, 12 cm. 12, 42, 24, ja, 24. 24 cm. Ja, 24 cm. Das ist einfach, dass die Fläche habe ich bisher gerechnet. Und nun möchte ich den Umfang rechnen. Einfach zack. Einen Strich runter. Und nun möchte ich den Umfang rechnen. Und der Umfang ist auch so, ist, dass man A mal B mal C mal D. Und plus mal da. Und hier das weiß, dass die Umfang. Nicht Umfang, Entschuldigung, die Fläche ist 12 zu 12 Zentimeter ist. Und das ist einfach, wenn man Umfang rechnet, und das schreibe ich auch einmal, und das meine ich Umfang, ja, meine ich die Formel B plus A plus C plus D. Das ist die Formel. Was das bedeutet, zum Beispiel, wenn meine A 12 cm ist und meine C auch 12 cm ist. Wenn meine B 12 cm ist und mein D auch 12 cm ist. Ja, das bedeutet, und das möchte ich zu kurz rechnen. Einfach sage ich so. Das ist mein Umfang. Ja, das ist mein Umfang. Und hier habe ich das 24, ja. 24 einfach plus, nicht plus, Entschuldigung, kann man natürlich auch plus machen, aber möchte ich gerne kurz mal nehmen. Mal 2. Ja, mal 2. 28. 48. Ja, 48. 48 Zentimeter.
Ja, das ist die Umfang. Das Ergebnis von Umfang. Und das sieht ein bisschen kompliziert, aber überhaupt kein Problem. Und das funktioniert auch immer und mit anderen Methoden funktioniert auch natürlich. Und das, wie gesagt, hier. A plus B plus C plus D. So ist das. Zum Beispiel hier nehme ich zum Beispiel meine Äste, die auch 12 cm. Und meine Äste hier sie auch 12 cm. Ja, 12 cm, ja. Ja. Und überall ist gleich. 12 mal 12 plus 12. 24 in die beide Seite und die andere Seite A und B auch 24 cm. 24 cm Zentimeter plus, wenn dieser plus nehmen, auch so ist das, ne? Ja. 24 cm. Und überall ist gleich, ja. Ja. Ja, das ist überall gleich. Ja, und das habe ich die ganze Seite auch Umfang. Und auch die Fläche gerechnet. Und nochmal musste ich Root nehmen. Also hier ist das, besser, dass ich zeichne. Ach, mein Zeichnen auch ist so. Ja, das ist das Fläche. Ja, das ist die Fläche und nun möchte ich die andere Farbe nehmen. Ja, und nee, das ist die gelbe und das ist die Umfang. Und das ist das die Umfang, das ich gerechnet habe, einfach zusammenrechnen. Ja, und das ist das die Umfang, ja. Umfang. Ja, das ist der Umfang. Ja, ich hoffe bisher, dass ich ein bisschen verstehe und dass ich keine Probleme habe beim nächsten Mal. Und nun möchte ich die alle wegmachen und dann möchte ich ein bisschen mit Kreis rechnen. Und das ist einfach, dass man in einem Klick überall weg. Hier ist Color. Frama. Guck mal, alles weg in einen Klick. Und dann möchte ich noch einen Text nehmen. Und die Text nehme ich ein bisschen runter, ja. Und das nehme ich auch ein bisschen sowas. Und von hier, wie gelernt habe, ist einfach Edit. Nochmal, ja, ach so. Geometrie, Kreisfläche und Umfang. Und Umfang, ja, Berechnung. Umfangberechnung, ja, und das nehme ich auch so aus, ja, Umfang berechnen. Und nun, wie gesagt, hier ist das, wo ist das, ach so, hier ist das, diesmal möchte ich meinen Kreis nehmen. Ach so, wie Kreis zum Beispiel kann man nicht gut gerade, aber denke ist okay. Ja, ist richtiger Kreis, aber
Ja, das ist okay. Was noch? Delete, Doppelt und Order. Ja, das Delete und das Duplikat, nämlich Kopie. Und hier ist das Order bringt to front und send to background und send to back. Ja, aber das weiß ich nicht, aber einfach das ja bringt to vorne ist. Ja, lass es mal hier. Okay, und hier ist so. Und nun möchte ich hier ganz im Zwischen einer und dieser möchte ich mit ja nochmal dieser nehmen. Ne, erstmal die Route nehme ich. Vielleicht ganz die Meter hier. Ja, ich denke, hier ist die Meter. Ups. Ja, hier muss, ja, hier ist die Meter. So, von hier bis hier muss ein bisschen gerade zeichnen. Ja, und das ist die Durchmesser. Und nun möchte ich mit meinem SP Pinsel. Okay, und das ist die Radius. Die Radius zeichnet man mit kleiner. Ist. Ja, das ist meiner. Ja, meiner. R. Ja, meine R einfach. So, meiner R ist das so und von hier bis hier ist das das Durchmesser. Ja, Durchmesser konnte ich nicht vielleicht gerade zeichnen. Ja, aber ist kein Problem, einfach nächste. Und das ist das Durchmesser, ja. Okay, und Durchmesser ist double groß von Radius. Ich schreibe hier einfach, ja, R Massive. Radius und die Massive begrüße besser durch Durchmesser. Das ist mein I. Ja, so Durchmesser. Ja, so ist das. Und das möchte ich noch gegebener hier. Gegebener nehme ich hier. Und R Massive. 5 cm. Und wenn man einen Wert haben und rechnet man über also und das Formel nehme ich natürlich hier, ja, Formel. Ja, okay, Formel. Ach so, Formel, ups. Ja, ach so, Formel ist das, das ist natürlich heißt von Fläche erstmal. Und das ist die kleine Kreise, ja. Und das einfach mal, das ist Pi mal R hoch 2. Hoch 2 ist Quadrat. Und das ist das, die Formel von das, das ich habe. Ja, mein R ist so. Und nun möchte ich das R. A von Fläche, ja, und das möchte ich, mein R ist 5 cm, ja. 5 cm, 5 cm mal Pi hoch zu 2. Auch geht, aber vernünftiger ist besser, dass man so macht. So macht ja und das mache ich erstmal Pi mal ja warte mal das die gegebene habe ich und nun möchte ich die Werte nochmal schreiben ja und hier ist 3
Komma 4 mal 4 mal 5 cm. 5 cm hoch 2. Und nun möchte ich das wirklich mit Taschenrechner, kann auch, aber man kann auch so einfach schreiben, ja? Und Pi mal 5 cm hoch 2 Massive gleich und ist 78. 78,5 Zentimeter. Das ist die Fläche, das ich gerechnet habe. Das ist die Fläche, das ich gerechnet habe. Und nun möchte ich wirklich die Umfang rechnen. Umfang nehme ich die andere Farbe. Zum Beispiel erstmal, es ist besser, dass man die Formel schreibe, Formel von Umfang. Ja, ich schreibe gleich hier die Formel. Ja, okay. Das ist mein U. Zum Beispiel 2 mal Pi mal R. Und das ist das die Formel von Umfang in der Kreise. In Kreise, ja. Und dann gleich in dieser Werte möchte ich schreiben. Wie gesagt, das ist einfach. Und schreibe ich hier, das schreibe ich einfach um gleich. Und das möchte ich erstmal 2. 2 mal 2 mal 3,40. 2 mal 40 und mal 5 cm. Mal 5 cm. Und jetzt braucht man nicht, das ist zum Beispiel hoch 2 und sowas schreiben. Nee, das war alles. Und das musste ich das rechnen jetzt, ja. Okay. 2 mal Pi mal 5 cm. Einfach okay. 31. 31,41 so Zentimeter. Och, meine Schreiber. Zentimeter. Das war alles, das ich geschrieben habe. Und hier mit roter Farbe habe ich die Fläche von Kreis gerechnet. Und mit der grünen Farbe habe ich den Umfang von Kreis gerechnet. Und das war alles. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen zu diesem Rechner verstehe. Und bis nächstes Mal. Okay, ich wollte sagen, ob Sie möchten meinen Kanal einmal abonnieren und